Ich begrüße die Industriemeister mal wieder ganz herzlich zu einem weiteren Video. In dieser Aufgabenstellung sollen wir den Zeitgrad des Mitarbeiters bestimmen. Das können wir machen, indem wir im Stichwörterverzeichnis ganz einfach unter Buchstabe Z schauen, der IHK-Formelsammlung für Zeitgrad. Das sollte uns zu der Seite führen, wo wir dann diese Formel hier finden. Also für die Aufgabe A können wir hinschreiben Zeitgrad. In Prozent ist nichts anderes als Vorgabezeit, haben wir hier gegeben, Vorgabezeit 1380 Minuten. Das heißt 1380 Minuten, das teilen wir durch die Ist-Auftragszeit. Die Ist-Auftragszeit ist jetzt hier auch gegeben, ein Mitarbeiter benötigt für den Auftrag 20 Stunden. Also geben wir im Taschenrechner 20 mal 60, damit wir die Minuten haben. 1200 Minuten. Anschließend bitte nicht vergessen mal 100. Das ergibt ein Zeitgrad in Höhe von 115%. Wir wären somit mit der Aufgabe A fertig. Es geht nun weiter. Wir sollen den tatsächlichen Stundenlohn des Facharbeiters bestimmen. Damit wir das machen, möchte ich zunächst mal hier auf ein paar Grundlagen eingehen. Und zwar, wie kommen wir zu dem tatsächlichen Stundenlohn? Es ist jetzt nämlich Folgendes. In der Aufgabe haben wir den Grundlohn gegeben, Akkordgrundlohn. Und zwar haben wir hier vorne Akkordgrundlohn in Höhe von 18 Euro die Stunde. Wir haben noch einen Akkordzuschlag 10%. Jetzt möchte ich euch Folgendes erklären. Der Akkordgrundlohn wird rausverteilt, wenn man quasi an diesem Auftrag arbeitet. Jetzt ist es Folgendes. Normalerweise wird zu dem Akkordgrundlohn noch kommt der Zuschlag in Höhe von 10%. Und dann ergibt sich daraus der Akkordrichtsatz. Das ist nämlich interessant, denn die Firma sagt, diesen Auftrag sollte man eigentlich, die gibt eine Zeit vor, in 1380 Minuten ja fertigen. Jetzt ist es so, wenn man halt hier in der Akkord arbeitet, dann sollte man diesen Auftrag auch tatsächlich hier hinschaffen. Es ist vorgesehen, dass der Mitarbeiter wirklich den Auftrag in dieser Zeit schaffen kann. Dementsprechend bekommt er zu dem Akkordgrundlohn nochmal einen Zuschlag. Jetzt ist das hier in der Aufgabe gegeben, 10%. Dann würde somit der Mitarbeiter der Akkordrichtsatz ausgezahlt werden. Das wäre jetzt so sein Lohn. Jetzt ist aber folgendermaßen hier, was ist hier passiert? Der Mitarbeiter ist tatsächlich schneller fertig geworden, also nicht in der vorgegebenen Zeit 1380 Minuten, sondern der hat nur 1200 Minuten gebraucht. Das heißt, 1000, wenn man nur schneller arbeitet, dann wird der Akkordlohn ausgezahlt. Wie kommt man denn dahin? Naja, zu dem Akkordrichtsatz wird nochmal, ihr müsst euch so vorstellen, ein Bonus vergeben. Dementsprechend, wenn wir Akkordrichtsatz plus diesen Bonus machen, kommen wir zu dem Akkordlohn und das ist der tatsächliche Lohn, der ausgezahlt wird. Also, ihr müsst Folgendes immer bedenken, wenn ihr solche Aufgaben macht, was ist die Vorgabe? Wenn der Mitarbeiter den Auftrag in der Vorgabezeit erreicht oder erledigt, dann wird er den Akkordrichtsatz ausgezahlt bekommen. Wenn er schneller arbeitet, dann bekommt er den Akkordlohn ausgezahlt, da kommt noch ein Bonus drauf. Und wenn er langsamer arbeitet, er braucht mehr Zeit für diesen Auftrag, dann würde er nur den Akkordgrundlohn ausgezahlt bekommen. Also kommen wir nun zu der Rechnung. Wir benötigen als nächstes den Akkordrichtsatz, wenn wir das jetzt zusammen so verstanden haben. Wie kann man den Akkordrichtsatz bestimmen? Da bitte ich euch im Stichwörterverzeichnis unter Buchstabe A zu schauen für Akkordlohn. Sollte euch zu der Seite führen, wo ihr diese Formeln hier findet. Und da findet ihr auch Akkordrichtsatz pro Stunde, indem wir ganz einfach Akkordgrundlohn, kennen wir ja bereits 18 Euro die Stunde, plus Akkordzuschlag. Ist jetzt hier in der Aufgabe nicht gegeben, das müssen wir ausrechnen. Und zwar machen wir eine kleine Nebenrechnung. Ihr seht, hier haben wir Akkordzuschlag 10%. Das bedeutet jetzt folgendermaßen, auf die 18 Euro, also unser Akkordgrundlohn, entsprechen 100%. Das heißt, wir machen hier eine Nebenrechnung mit Hilfe vom Dreisatz, finden wir heraus, wie viel sind eigentlich hier diese 10%. Wir würden gerne nur, hoppala, nur 10% wissen. Wie viel sind eigentlich nur 10%, die wir jetzt hier drauf addieren? Also das kann man mit Hilfe vom Dreisatz machen. Wenn ihr den Dreisatz nicht könnt,
Ich mache immer wieder diese Vorgehensweise, Werte quer gegenüber werden multipliziert, der Wert, der alleine steht, wird dividiert. Das heißt, unser Akkordzuschlag, finden wir jetzt heraus, 18 Euro die Stunde mal 10 in Taschenrechner eingeben, anschließend geteilt durch 100. Und wir bekommen hier einen Wert von 1,80 Euro pro Stunde. Das ist unser Akkordzuschlag. Jetzt können wir auch diese Formel hier nutzen für Akkordrichtsatz, den wir ausrechnen. Akkordrichtsatz ist nichts anderes als Akkordgrundlohn, 18 Euro die Stunde plus die 1,80 Euro, also plus den Akkordzuschlag. Erhalten hier 19,80 Euro die Stunde. Nun geht es weiter. Wir müssen ja aus der Aufgabe verstehen, dass der Mitarbeiter ja schneller gearbeitet hat als vorgegeben. Dementsprechend würde er nochmal den Bonus draufkommen. Und wir müssten hier Akkordlohn ausrechnen. Das haben wir auch hier in der Formelsammlung gegeben. Siehe da, Akkordlohn pro Stunde. Wie kann man das ausrechnen? Akkordrichtsatz, also 19,80 Euro mal Zeitgradfaktor. Das heißt, ich mache jetzt hier Akkordlohn. Ist nichts anderes als Akkordrichtsatz 19,80 Euro pro Stunde mal. Jetzt müssen wir halt hier aufpassen. Hier steht Zeitgradfaktor. Was wir in der Aufgabe A ausgerechnet haben, war nur Zeitgrad. Deswegen müssen wir hier diese Formel, die da drunter ist, mal kurz beachten. Wie kriegen wir den Zeitgradfaktor, indem wir Zeitgrad, also 115 geteilt durch 100 machen? Das heißt, ist hier unser Zeitgradfaktor wäre 1,15. Wir erhalten hier einen Wert in Höhe von 22,77 Euro die Stunde. Das ist der tatsächliche Lohn, dem der Mitarbeiter ausgezahlt wird, 22,77 Euro. Akkordrichtsatz war ja dann 19,8 plus den Bonus. Und so kommen wir jetzt zu dem aktuellen, oder wie hieß das, tatsächlicher Stundenlohn. Nun geht es weiter in der Aufgabe C. Sollen wir die Lohnkosten für diesen Auftrag bestimmen? Das ist dann ziemlich einfach. Denn wir machen hier vorne, wir zahlen den Mitarbeiter oder ich mache es mal Lohnkosten für den Auftrag. Ist nichts anderes als wir zahlen dem Mitarbeiter 22,77 Euro die Stunde. Er arbeitet ja 20 Stunden an diesem Auftrag, bekommen hier einen Wert von 455,4 Euro. Das ist der Lohn für diesen gesamten Auftrag. Aufgabe D sollen wir die Lohnkosten pro Stück berechnen bei einer normalen, also Normalleistung und einem Zeitgrad von 115%. Dieser letzte Abschnitt müsste hier nicht wirklich stehen. Die wollen darauf hinaus, wir haben ja einen Zeitgrad von 115%. Dementsprechend würden wir ja dem Mitarbeiter einen Lohn von 22,77 € auszahlen für 20 Stunden. Das heißt, insgesamt hat uns dieser Auftrag 455,4 € gekostet. Jetzt, wie können wir das herausfinden? Was hat uns das pro Teil gekostet? Indem wir hier vorne ganz einfach Lohnkosten wieder machen. Lohnkosten pro Stück ist nichts anderes als diesen gesamten Betrag, 455 Euro, verteilen wir. Wir sollten, glaube ich, irgendwie 800 Teile hier fertigen. Also teilen wir das auf die 800 Teile, 800 Stück, erhalten hier einen Wert von 0,569 Euro pro Stück. Kann man jetzt aufrunden auf 0,57, so 0,57. Ja, das wäre es eigentlich mit der Aufgabenstellung. Ich hoffe, ihr konntet Schritt für Schritt folgen. Ich bedanke mich weiterhin von ganzem Herzen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.